Hallihallo Leute, willkommen beim nächsten Pen and Paper Rollenspiel Video, diesmal ein bisschen andere Art. Heute möchte ich euch unsere Winter Convention 2015 vorstellen. Wir vom Rubicon Osnabrück, einem Rollenspielverein, haben dreimal im Jahr eingetragene Conventions, oder feste Conventions, SagaCon, Wintercon, Sommercon und Wintercon. Und jetzt steht wieder die Wintercon an am 21. 22. November 2015 und ich möchte euch alle gerne herzlich dazu einladen, vorbeizukommen, denn ich persönlich bin schon seit mehr als 10 Jahren, ich bin lange da. Irgendwie 12, 13 Jahre. Und bin persönlich ein unheimlicher Fan von Conventions. Es war super lustig, dass man viele nette Leute kennenlernt, einfach viel Spaß beim Rollenspiel hat. Und dachte mir, hey, ist doch cool, wenn ihr auch kommt. Und möchte euch das Ganze ein bisschen vorstellen, da ich ja weiß, wir haben hier viele dabei, die noch nicht so lange mit Rollenspielen überhaupt zu tun haben, vielleicht überhaupt noch gar nicht gespielt haben. Ist das eigentlich für euch eine ziemlich coole Sache? Denn man kann dort ohne Probleme hinkommen und kann dort auch einfach mal Rollenspiel kennenlernen. Also es ist jetzt nicht so Convention-like, irgendwie wie bei einer Anime-Convention, wo die Leute, wo irgendwie jeder zweite verkleidet hingeht und das ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie Ahnung davon haben müsste. Das letzte Mal im Sommer waren wir, glaube ich, irgendwie 120 Leute oder sowas insgesamt an Gästen, plus dann auch ein paar Leute vom Verein und sowas. Verkleidet wird sich generell wenig. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sich den Spaß gönnen, aber es ist halt nicht wie so eine Ausstellungskonvention, sondern es ist halt eine Convention, wo man sich trifft und Rollenspielrunden spielt. Wir sehen hier schon, welche zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze aufnehme, vorangemeldet sind. Normalfall kommt aber noch einiges dazu immer. Ganz praktisch ist, man sieht hier, wir haben ein Blocksystem. Wir haben samstags 3 Blöcke und sonntags 2 Blöcke. Und immer eine halbe Stunde vorher wird die Runde ausgehangen. Vorher gibt es schon eine Infowand, wo die quasi so eine Vorschau davon hängt. Und dann eine halbe Stunde vorher werden die ausgehangen. Als Zettel mit Plätzen unten drauf. Und man kann sich dort eintragen, wo man mitspielen möchte. Ihr könnt ja zum Beispiel vorher schon schauen. Das und das wird angeboten. Ich möchte jetzt zum Beispiel bei Lady Killers Stille Nacht von Fussel mitspielen. Dann stellt ihr euch hin und geht dann dorthin und tragt euch dort ein. Gibt ja noch ein paar Infos dazu. Ich weiß gerade gar nicht genau, das sind die Erklärungen. Plus heißt zum Beispiel, Charaktere werden gestellt zu Beginn der Runde, die den Spielern erstellt. Ist ganz praktisch, weil das heißt, hier wo ein Plus steht, müsst ihr noch nicht mal Charaktere vorher haben, sondern ihr macht die dann dort zusammen oder der Spielleiter bringt die euch mit. Minus heißt, wer nicht gestellt, sondern mitgebracht werden. Plus, Minus heißt beides möglich. Dann gibt es noch sowas wie Einsteigerrunden, das hier das zum Beispiel sollte für euch interessant sein, da wo ein E dran steht, was tatsächlich bei ziemlich vielen der Fall ist, ist es halt einfach darauf ausgelegt, dass Leute ohne Probleme dort einsteigen können und halt einfach mal ganz, ganz leicht mitspielen können. S haben wir dort noch, das sind Supporter, sprich Leute, die. B geht über mehrere Blöcke und Double Master, interessant, kommen wir gleich zu. Es sind Leute vom Verlag, die dieses Spiel vertreiben, die dort extra hinkommen, um Werbung dafür zu machen, das zu spielen. Die dann mit euch spielen als Typen, die quasi so bis ein gewisses Maß an offizieller Ausrichtung haben. Dann gibt es noch, wobei wir das bei keinem haben, aber man kann es kurz ansprechen. Es gibt B-Runde, das ist, wenn es über mehrere Blöcke geht. Das ist aber recht selten mittlerweile der Fall, weil die meisten Leute halt in jeder Runde eine andere, jedem Block eine andere Runde spielen wollen. D-Doppelmeister, das heißt mehrere Spieler, das ist eigentlich auch mal ziemlich cool. Autoren gibt es aber recht selten. Und es gibt auch noch Rundenbegrenzungen vom Alter her. Kann man machen. Wichtig ist, wenn ihr sowas wisst, dazu generell, wir haben einen Eintrittspreis von, ich glaube, samstags 3 € für nur samstags für beide Tage 5 €, was halt nicht viel ist. Und machen morgens um 10 Uhr auf. Samstags, also was heißt Samstags? Open End. Man kann vor Ort übernachten. Wir haben unten eine große Turnhalle, in der regelmäßig einige Leute übernachten. Sonntag geht morgen geht's weiter. Das Gebäude selbst macht auch recht früh wieder auf. Also wir haben einen Nachtwächter da, der euch auch nachts rauslassen kann. Und am Sonntag geht das Ganze bis 18 Uhr. Diesmal haben wir Sonntag sogar ein kleines Highlight. Wir haben nämlich entschieden, wir machen eine Themenrunde. Das heißt, wir haben hier 5 Spielrunden von 5 Spielleitern, die alle die gleiche Thematik haben, aber in verschiedenen Systemen spielen. In dem Fall ist die Thematik das erste Mal, was für Rollenspielrunden ziemlich lustig sein könnte. Und ja, wir haben halt da, das werden das Ganze recht einsteigerfreundlich halt und recht einfach, aber halt so, dass man auch mal sein Lieblingssystem spielen kann, um einfach zu sehen, was macht der gleiche als Story da drauf, aber was macht einer halt so aus so einer festen Rahmenstory. Womöglich werden wir es entweder machen, dass wir im zweiten Sonntagsblock darüber quatschen, wie war das, oder einfach die Runden nochmal anbieten und einfach die Leute die Runden tauschen, sodass man halt erleben kann, was ist quasi die gleiche Thematik in einem anderen Rollenspiel-Setting, was ziemlich lustig ist. Also es wird, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Da freuen sich einige schon richtig drauf, einschließlich meiner einer. Ja, so viel zu den Runden. Wie gesagt, werden eine halbe Stunde vorausgehangen. Was Verpflegung und solche Späße angeht, wir haben, ich glaube, man hat es in der Convention-Übersicht, da wir stehen, es wird gegrillt. Wir werden Wurst, Fleisch und für Veganer Grillkäse grillen. Es gibt vom Haus der Jugend angeboten, Chili käuflich zu erwerben.
Und es gibt, man kann auch Getränke kaufen, so kleine Snacks, Brötchen, so etwas. Ihr könnt euch aber auch ohne Probleme mitbringen. Es gibt quasi dort keine Problematik, wenn ihr selbst Getränke mitbringt. Das ist alles vollkommen okay. Der Verzehr von Alkohol im Gebäude selbst ist auch ohne Probleme erlaubt. Also, wenn ihr euch entscheidet, ja, wir fahren da mit drei Jungs hin, werden lustige Runden haben und zischen uns abends dann bei einer Runde ein Bierchen, kein Problem. Ist zwar ein Haus der Jugend, in der wir da spielen, aber was das angeht, ist es recht liberal. Nicht, dass man dann welche Problemchen bekommt, wenn man dann mal ein Bier dabei hat oder was. Ja. So wird es aber Menschen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr hinkommt, es gibt hier beim Haus der Jugend einen Anfahrtplan. Ich werde den jetzt nicht aufmachen, weil das Doofe an der Sache ist, die Seite von denen lädt echt lange. Ansonsten einfach bei Google Maps Haus der Jugend Osnabrück eingeben. Darüber findet man das auch. Möglichkeiten zum Hinkommen. Parkplätze sind immer etwas aufwendig, weil es halt mit einer Stadt ist, aber im Normalfall kann euch einfach von den Leuten, die da sind, jemand sagen, ja, hier, da und da kannst du gut parken. Es gibt da so ein paar Tricks, das funktioniert super. Busse und Bahn ist tatsächlich auch sehr bequem. Osnabrück ist im Einzugsbereich des Niedersachsen-Tickets und des NRW-Tickets. Also wir sind zwar nicht mehr NRW, aber das NRW-Ticket fährt netterweise noch bis nach Osnabrück, was ziemlich cool ist, weil das heißt, ihr könnt halt aus Osnabrück, also nicht aus Osnabrück, ihr könnt aus Niedersachsen-NRW mit dem Niedersachsen-Ticket ohne Probleme hier hinkommen und auch wieder zurück. Zum Beispiel, wenn ihr in Osnabrücker Umland irgendwo wohnt oder wie Münsterland oder sowas, Emsland, da kommt man halt recht leicht hier hin, kann halt gemütlich samstags morgens hinfahren, ein paar Runden spielen, abends oder nachts wieder zurück. Oder halt auch entscheiden, war ich übernachte noch und fahre am nächsten Morgen zurück. Gibt da viele Möglichkeiten. Wir haben seit Jahren richtig viele Leute dort. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Wenn ihr mich da trefft, dürft ihr mich natürlich auch gerne anquatschen, mit mir palabern. Mittlerweile bin ich hauptsächlich auf Conventions, weil ich es halt einfach unheimlich cool finde, viel mit Leuten zu quatschen. Meine letzte Convention, Teutokon, hatte ich davon erzählt, wo wir im Endeffekt einen Blog mit Labern zugebracht haben. Auf der letzten Con vom Verein aus in Osnabrück, auf der Versommercon, habe ich. Was habe ich gerade? Ich glaube, in der ersten Runde habe ich etwas gelitten. Ziemlich knapp. Das war also zeitlich recht eng. Das war das gleiche Magus-Abenteuer wie auf der Teutokon. Dann habe ich den zweiten Block komplett mit Labern zugebracht. Dann haben wir draußen gesessen, die Leute beim Grillen ein bisschen genervt, Whisky getrunken, den einer dabei hatte und einfach gequatscht mit ganz vielen Leuten. Im Nachtblock haben wir dann eine Runde Rippers gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die diesmal wieder da ist. Ich habe den Veranstalter noch nicht gesehen, Spieler hat er auf der Liste noch nicht gesehen, aber ich hoffe, dass er wiederkommt. Die war super cool im Savage World Setting. Jenem welchen hier, was ich ja auch schon mal kurz vorgestellt habe. Daraus das Ripper Setting, Monsterjäger so im Van Helsing, wie heißt das? Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Jekyll und Dr. Hyde. Also, die ist halt ziemlich lustig. Haben da irgendwie von 21 Uhr bis roundabout Mitternacht gespielt und uns dann nach draußen begeben, festgestellt, da sitzen immer noch ein paar Leute von uns, haben dann weiter Whisky getrunken und weiter palabert bis 4 Uhr morgens und sind dann irgendwann düselig nach Hause. War ziemlich lustig. Also, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich finde Conventions super und es ist halt vor allen Dingen auch, also ich weiß, hier sind halt viele dabei, die noch recht neu mit der Thematik Rollenspiel sind und Bock drauf haben, durchaus mal was zu spielen. Es lässt sich halt sehr leicht, es ist ein sehr leichter Einstieg. Ihr könnt dort auftauchen, braucht von nichts eine Ahnung haben und könnt einfach quasi den Rundentext durchlesen und denken, das klingt interessant, da trage ich mich ein. Und am Anfang der Runde fragt eigentlich jeder Spieler, wie viel Ahnung habt ihr, so und so viel, so viel. Ich habe noch keine Ahnung. Gut, kein Problem. Alle bei denen hier auf jeden Fall, ich sehe gerade, das zählt als Doppelmeister, wo hier ein E hinter steht, die sind einsteigerfreundlich und das sind fast alle. Die meisten Leute mal sagen hier, Einsteiger, kein Problem. Und ich zum Beispiel habe es auch so, wenn jemand bei der Runde kurz vor zu mir kommt und sagt, hey du, ich habe das noch nie gespielt. Kann ich damit machen? Klar, kein Problem. Ich baue die Runde halt so auf, dass das ohne Probleme für Einsteiger möglich ist. Weil dafür sind Conventions halt super. Wenn ich wirklich spannungsgeladenes, punktgenaues Rollenspiel schön im Rahmen des Systems haben will, dann mache ich das nicht vor Convention. Da suche ich mir meine Leute zu Hause zusammen. Convention ist halt so, Leute kennenlernen, mal mit neuen Leuten Runden leiten, einfach auch mal neuen Leuten die Systeme, die ich gerne spiele, vorstellen mit den Spielen. Ja, finde ich persönlich super. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.